So, kommen zurück bei Wargame. Man muss ja bedenken, unser Fortschritt ist unglaublich groß. Hier unten haben wir gestartet im ersten Part. Jetzt sind wir da oben. Also wir haben quasi, ja, wir sind die Hälfte der Map einmal gegangen ungefähr. In 40 Minuten, geil, ne? Aber so vorsichtig vorangehen soll ja auch belohnt werden. Und das haben wir bisher geschafft. Wir haben nur einen Squad verloren bisher. Haben den Russen einiges weggeholzt. Na, und ich bin bisher sehr zufrieden mit dieser jetzigen Aufnahme bisher. Ich warte noch, bis der Bradley sich da repariert hat. Aber so wie es aussieht, haben die Russen auf nichts geschossen. Also echt Zielübung? Will ich irgendwie gar nicht glauben, dass sie nur Zielübung gemacht haben. Das sind Kobras. Was machen die denn da? Wollen die mich abholen oder wollen die mir jetzt sagen, du hast zu lange gebraucht? Wir verpissen uns jetzt, jetzt könnt ihr alle sterben. Keine Feinde. Da ist noch der Uraltransporter. Aber da ist nix. Doch, 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 da ist was. Gehen wir hier rüber. Was ist denn da? Es ist ein Kampfpanzer, zwei Scouts, okay. Das können wir überrennen. Was machen die Kobras da? Die kommen mir ein bisschen entgegen. Entweder kann ich die gleich übernehmen oder die geben mir irgendwie Unterstützung. Aber es ist gut, dass die Kobras da rumfliegen. Dann kann ich auch sehen, was mir da gleich, was mich gleich erwartet, wenn ich da lang fahre. Oh! Hi! Kumpel, im Wald bleiben bitte. Okay, also haben sich da wirklich welche versteckt. Die Russen haben die versucht, die herauszutreiben, denke ich mal. Okay, also dem Weg über war nichts. Das ist nice. Das ist nicht viel Weg, was übrig bleibt. Die belegen jetzt schon mit Feuer. Das gefällt mir. Dann gehe ich hier in ein Querfeld ein. So, wir gehen da in Position, weil die haben jetzt hier Probleme hier. Ja, die Kobras machen da auch nicht Randale. Das gefällt mir. Wie gesagt, dieses bisschen Weg muss ich überwinden. Hier war ja nichts. Das kriegen wir in 20 Minuten. Bin ich gespannt, wie die Story dann hiervon weitergeht, beziehungsweise was ich mir danach erst für Einheiten holen kann. So, kommen die weiter auf mich zu, die Kobras? Ja, die kommen noch weiter. Das gefällt mir. Die räumen ein bisschen auf. So, mir ist eigentlich die Kette rausgesprungen. Ah, Bradley, okay. Oh, was haben wir denn hier? Wir haben Kontakt mit einer Gruppe vom Jägerbataillon 26. Ich denke mal, das wird die Infanterie hier sein. T-80er. Das ist aber ziemlich gut, dass ich jetzt die Kobras auf meiner Seite habe. Das ist ziemlich ekelhaft geworden, gegen T-80er zu kämpfen. Was ist das da eigentlich? Ein Scout. Ja. T-80er sind echt hart. Ich meine, ich hätte sie auch kaputt bekommen, aber die 125er ist mega. Okay. Gehen wir hier in den Waldblock. Und dann lass mal sehen, wo die russische Einheit da ist. Die war hier oben, meine ich, ne? Das sieht irgendwie nach Luftabwehr aus, ein bisschen, ne? Leichter Luftabwehr. Okay, da ist einiges an russischer Kampfkraft. Das heißt, ich brauche auf jeden Fall mehr Kampfpanzer. Die Abrams brauche ich. Komm mal hier hoch. Ich brauche ich da. Aber hier ist noch ein gutes Stück Arbeit. Hier sind gerade 4 T-72er, 2 T-80er sind noch übrig. Ja, das ist eine Menge Holz, was da ist. Schade, ich habe gedacht, das wird ein bisschen einfacher werden.
Okay, das ist einfacher. Ich schon relativ, ja, ich will nicht sagen easy, ne? Aber ich habe bisher noch keine wirklichen Probleme gehabt. Ja, aber ich denke mal, selbst T-72er kriege ich geknackt mit dem, was ich habe. Ich muss halt nur rechtzeitig sehen können. Wenn sie mir gleich um die Ecke kommen und ich stehe direkt vor ihnen, wäre es leicht ungünstig. Aber ich hoffe mal, ich krieg das hin. Ja, sollte eigentlich. Ich habe hier zwei Abrams, drei Pattons, die machen ja auch Schaden. Ja, 105er darf man trotzdem unterschätzen, auch wenn es ein Falterpanzer ist. Die Bradley-Raketen haben wir auch noch nicht vergessen, die können wir auch einsetzen. Gehen wir auf die Anhöhe, da habe ich einen kleinen Vorteil. Und hier habe ich auch nochmal drei Abrahams, die ich ranholen kann. Einen Scout kann ich da oben mal gebrauchen. Bis ich da bin, sollte ich auch hier ein bisschen aufgeräumt haben. Ja, dann muss ich eigentlich nur durch die Mitte durchbrechen, wo die ganzen Feindeinheiten sind. Und dann haben wir es geschafft. Dann sind wir durch. Oh, ist das ein bisschen ungünstig. Oh! Machen die so eine kleine Zangenbewegung gegen mich. Und da ist die Kampfkraft nicht sehr stark. Was da kommt, ist aber eher gefährlicher. Okay, der Russen gibt jetzt ein bisschen Power. Okay, es sind die ganzen Einheiten, die ich vorhin gesehen habe, denke ich mal. Ja, das sind sie definitiv, das sind die Kampfpanzer. Ja, das sind nicht die 72er, das sind sie. Die BTRs, die von den Kobos noch getroffen worden sind. Da können wir schnell rausfokussen. Ja, noch einer an der Seite. Jetzt zerlegen sie mir meine Bradleys. Ja, okay, sind nicht gepanzert, die Dinger. Oder nur leicht gepanzert, sagen wir mal so rum. Da ist ein T-80 natürlich ziemlich freundlich, wenn er da durchbricht mit seiner starken Kanone. Ich glaube, da muss ich ein bisschen Feuerkonzentration machen, um den klein zu bekommen. Hier war gerade noch ein Gegner gewesen. Ich versuche, mit den drei Abrams auseinanderzunehmen. Ich habe momentan Glück, dass der T-80 keinen Schaden macht. Ah, hat eine Rakete von mir gesessen. Einen Bradley-Treffer abbekommen. Das war ein guter Treffer. Okay, der T-80 ist hinüber. Das sind noch die vier T-72er, die sind auch hart. Aber ich krieg sie bestimmt. Den P1D, was sind das für Dinger? 73, was sind das für Geschütze, 73er? Das sind so russentypisch, diese BMPs. Komm mal rein, Kumpel, ich brauch dich. Okay, die zwei haben wir erledigt. Aber kannst du sagen, schalten wir mal die BMPs aus, die können ja auch gefährlich werden. Ein bisschen davon gehen ja auch ziemlich schnell hops. Alles klar, jetzt sind noch die angeschlagenen T-72er.
Leute. Boah, wie lange der Typ da unten braucht, ne? Ihr könnt eigentlich schon mal hier rüberkommen. Und bis ihr da seid, ist hier bestimmt aufgeräumt. Ihr könnt hinterherkommen. Und ich glaube, die russische Front haben wir hier durchschlagen, ja. Hier sind ein paar Infanteristen. Bis hier ungefähr bin ich aber noch ein Fragezeichen. Da können wir uns unterwegs sein. Hä, da oben ist noch so eine ekelhafte Stellung. Hat er gerade mit einer, hier, mit einem RPG den erledigt. Nicht schlimm, ich habe auch einen Scout in der Nähe. Wo ist denn der? Ach, da unten. Weltlich haben wir noch einige. Auch wenn die nicht gerade guter Laune sind. Ja, ihr müsst noch die Fresse bekommen, die Bradleys. Aber wir haben den Feind erledigt. Allerdings eine Frage habe ich spontan noch. Ich habe zwei T-80As gesehen. Wo ist denn der andere? Ich habe nur einen erledigt. Hängt er noch in einem Wald rum? Die Infanterie ist hier auf jeden Fall sehr übermütig. Ich weiß ja gerade nicht, was die sich dabei denkt, aber vorrücken war jetzt keine sehr gute Idee. Und die Jungs hätten eigentlich auch wissen müssen, dass ich da rumhänge. Ganz schön heftig, aber wir haben uns durchsetzen können. Mit dem Kopf durch die Wand. Okay, was haben wir noch übrig? Ich habe 5 Abram-Panzer, 5 Bradleys, die guter Laune sind, und der Rest ist so lala. 3 Pattons habe ich noch. Mein Kampfpanzer haben sogar alle überlebt. Das ist nicht zwingend selbstverständlich. Ah, ein BTA ist da noch. Okay, schalten wir mal schnell aus. Zum Vorbeifahren. Ach, da kommt sogar raus. Ja. Gut. Ja. Wie gesagt, ungefähr bis in dem Waldstück haben waren die Feinde. Davor sitze ich immer gar nichts. Das will ich eigentlich ausnutzen. Was zum Teufel? Hier sind BMs. Wie gut, dass ich gerade das Zähne gerade abgehauen bin. Die hat mich ziemlich böse erwischt. Ja. Kam von denen gerade ein Schuss? Ach, der die VB erledigt, das war das. Okay. Ja, interessiert mich nicht, dass er die VB hat. Die wollte ich eigentlich auch nicht mehr benutzen. Oh, solche Raketen, die sind fies. Wenn der sitzt, war es das für das Ding, egal was es ist. Und er geht daneben, wunderbar. Ah, der Bradley macht doch noch mit, sehr gut. Also was scheiß jetzt drauf? Fahr jetzt einfach mal drauf zu. Ich hab jetzt nur ein Stückchen Feld nur noch vor mir und wenn da irgendwas ist, schalten wir es aus. Aber interessant ist, die BMs hier unten die VEB erledigen. Ja, aber ich habe da relativ schnell reagiert, die Truppen nach vorne gejagt. Wäre echt fies geworden, wenn die da rumstehen würden. Ah, der Kette ist mal wieder rausgesprungen. Alter, lernt aber Leute, die Kette richtig zuzuziehen. Ist ja ekelhaft, sowas zu lesen. Vor allem in der Masse auch noch. Ich glaube, in dieser Aufnahme habe ich schon 4-mal sowas gelesen oder sowas. Keine Übergriffe mehr. Da ist noch was. Da oben ist Infanterie. Das sieht ziemlich mobil aus, ne? Wow, das ist ein Kampfpanzer. Und der hat gut Schaden gemacht. Das ist mein vermisster T-80? Das müsste mein vermisster T-80 sein. Der hat ein ziemliches Loch eingehauen. Ja, das sind sie. Au, au, au. Zum Kotzen, dass die Abrams gerade keine Reichweite haben oder näher ran müssen. Ah, okay, jetzt kriegen sie auch Feuer.
Au! Haben so einen Abrams mir erledigt. Alles klar, das war der erste. Das kommt auf mich zu. Achso, das ist nur das Ding. Ja, aber jetzt ist er hinüber. Da hat er sich also versteckt, okay. Was immer der da machen wollte. Ich verstehe es nicht so ganz. Na komm Leute, haut ihn doch weg. Wunderbar. Puh. Aber gut, haben wir auch geschafft. Und auch wenn die Aufnahme ein bisschen länger ist, aber ich möchte die Mission eigentlich schon noch gerne erledigen. Ich möchte eigentlich schon noch wissen, was noch passiert nach dieser Mission. Und vor allem, weil ich mir alles holen kann für Einheiten. Das heißt, ich will die Mission quasi beenden, das Introduce zur nächsten noch machen und dann genau da zu Beginn aufhören. Ja, unterwegs soll jetzt nichts mehr sein. Was ist? Grenzer? Hm. Es waren Grenzer. Die Nachtwache oder was? Oh Mann. Nee, die Nachtwache ist ja auf Castle Swag, so wie wir wissen. Oh, das ist eine VEB. Ist ja interessant, aber leider brauche ich sie nicht mehr. Aber wie gesagt, hier unterwegs ist ja nichts mehr. Das Mindeste, was es sein könnte, wäre Infanterie im Wald, aber die werden ja so auslaufen wie gerade mit den Grenzern. Ich fahre dran vorbei, erledige sie. Es sei denn, es sind Faggots, dann könnte ich vielleicht ein paar Verluste kassieren. Was ist denn das da eigentlich? Ist da gerade ein starker Panzergegenstoß? Ja, mein Tross ist gerade hier. Die kriege ich nicht mehr rausgezogen. Hm. Ich habe größtenteils Infanterie. Das ist eine ziemlich leichte Beute für die Russen. Na, ich mal gucken. Vielleicht bleiben sie unterwegs ja stehen. Oh, da ist ein bisschen Infanterie. Ja, da ist auch noch was. Nach dem Waldstück war's das. Ach, er hat sich das Uralfahrzeug einfach mal geschnappt. Hm, nice. Gut, dann würde ich sagen, zurücklehnen und hoffen, dass nichts mehr Böses passiert. Jetzt kommt's. Es kommen ganz viele Hans, ne? Hießen sie Hans oder Hans? Nee, Hans, genau. Ich habe sie Heinz genannt, aber sie heißen Hans, glaube ich. Oder Heinz? Ja. Also H-A-I-N-T? Heint? Ach, keine Ahnung, ist egal. Wir sind fast am Punkt. Was ist denn das da für ein Scout? Ja, danke, dass ich ihn mir untersuchen durfte. Ach, egal, solange er nichts Böses macht, habe ich nichts dagegen. Solange Scout nur scoutet und nicht nervt, ist alles in Ordnung. Was mich... Wo wollen die eigentlich hin, die Russen? Als ob sie hier die Straße runterfahren würden. Wenn ja, die übelstes Glück, weil die Truppen hier kommen gerade raus da. So, was bist du? Oh Gott. Ach, nicht wirklich gefährlich. Ach, die Infanterie hat schon ordentlich auf die Fresse bekommen. It's not my war. Ja, supi. Warum seid ihr Iren oder was?
Ah, guck mal. Oh, die Panzer werden langsam auf mich aufmerksam. Wäre zu schön gewesen, wenn ich einfach durchkommen würde. Aber die russische Infanterie hätte ich besiegen können. I hate walking. Ja, dann setze ich halt hin, warte, bis die russischen Panzer ankommen. Können wir auch machen. Such dir was aus. So, wir sind nahezu da. Jetzt die Frage, was da steht, das Spiel nochmal unter zusammenschließen. Alle Einheiten dahin werfen, die ich habe? Oder nur ankommen? Hm? Ach, der Faggot nervt. Sehen wir jetzt, was passiert. Weil selbst wenn wir die nächste Mission machen würden, ohne neue Einheiten zu holen, schlecht ist das Kontingent, was ich habe, nicht. Ich habe 4 M1 Panzer, ich habe noch einen Haufen Bradleys, habe noch einen Scout dabei, noch Pattons zur Not. Scheiße, ist was anderes. So, wie schaut's aus? Ich bin da. Hm? Ja, ich bin da. Dem schwingt schon wieder Kette raus. Oh, Alter. Das ist peinlich, ne? Was soll ich jetzt tun? Alle verbleibenden Einheiten dahin werfen oder was? Wisst ihr was? Ich mach mal kurz Aufnahmestopp und guck mal, wann ich Mission geschafft habe. Oh, Mission hat sich gerade wie automatisch beendet, anscheinend. Obwohl ich nicht alle Einheiten da habe. Ich habe nämlich aufgrund der russischen Panzer noch ein paar Einheiten verloren, aber ja, die sind auch alle Matsch. Ah, wow, sind viele Einheiten. Der Durchbruch des 11. Panzerkavallerieregiments hat für Trubel im Rücken der 8. Gardearmee gesorgt und ihren Vorstoß verlangsamt. Alter, sind da viele Gegner gewesen. Dysart? Okay, wir haben gewonnen. Mit ein paar Verlusten, aber... Ja, vor allem dann... Infanterie hatten wir ja noch nicht weggezogen am Ende noch, aber ist noch in Ordnung. So, ich kann Einheiten holen, cool. Lass mal sehen, was können wir uns alles holen. Erstmal, ich kann Deutschland holen, cool. Ah, ich kann Leopard 1A4 schon holen, ich kann Leopard 2 Panzer holen, geil. Okay, eins nach dem anderen. Ich kann, ach, warte mal, eins nach dem anderen. Erstmal, wie ich zu gucken. Hubschrauber. Ich habe Cobra, was sind das noch für Dinger? Info. Die Gunship-Dinger. Die mag ich nie. Donnie 215, was ist das denn?
Transporthubschrauber. Okay. Jagd hier. Und nicht Infanterie, nicht Panzer. Aufklärung. Haben wir einen Aufklärungshelikopter? Hab ich. Sehr gut. 4 Stück. Sollte erstmal reichen. Ich will nur den Leopard 2 Panzer holen. Die sind so imbar, die Dinger. Aber die kosten auch so scheiße viel. Soll ich jetzt mit M1 Abrams Panzer noch zurechtgeben? Okay, kosten auch 6, ne? Also ich habe einen Haufen Panzer. Aufklärung habe ich auch etwas. Die Luchse waren ja ganz nett. Den haben wir schon auch noch. Logistik haben wir auch einiges. Ein Kommando haben wir. Ja, kann man so lassen. Was war das hier nochmal? Ach, das war der fette hier Logistik-Ding. Den holen wir uns auch mal. Der ist ganz nice. So, Unterstützung. Wir haben Flakpanzer Gepard. Was ist ein Gepard nochmal? Es waren 35er. Oh, die sind schon ziemlich gut. Was bist du? 40er sogar. Ne, die reichen. Die beiden, die reichen. Mehr brauche ich jetzt mal nicht. Panzerhaubitzen. Was ist das? 155er. Die lassen wir auch mal. Es reicht auch. Fahrzeuge. Was ist das denn? Sieht interessant aus. Raketenjagdpanzer. Marder. Das schaut auch sehr interessant aus. Okay, also wir haben davon auch ein bisschen was. Und eine Cobra. Ich möchte aber gerne noch eine zweite Cobra haben, falls es scheiße wird. Dann haben wir noch 11 Punkte übrig. 11 Punkte können wir ausnutzen, um die Leopardpanzer zu holen. Mache ich auch. Ich will Leopard 2 Panzer haben. Die sind OP. So, was können wir uns noch holen? Wir haben noch 2 Punkte. Aber wie gesagt, die Logistik haben wir erstmal genug. Hakuren war auch. Reicht das? Brauchen wir nicht mehr. Panzer haben wir mehr als ausreichend. Unterstützung haben wir auch. Flakpanzer, ich kann auch den immer erforschen, why not? Da wollte ich an sich nichts haben. Ich kann auch eine Cobra erforschen, why not? Gucken wir uns in der nächsten Mission an. So machen wir's. Ja, die Karte wird auch mal wieder anders, ne? Oh. Frankfurt auf dem Vormarsch. Die NATO-Front bricht unter den wiederholten Angriffen. Im Süden wurde die Donaulinie, an der bisher alle feindlichen Angriffe abgewehrt worden waren, wegen der Gefahr umgangen zu werden, aufgegeben. Okay. Die BRD ist nur noch ein dünner Streifen Land westlich des Rheins. Die NATO evakuiert ihre Was soll ich machen? Rammstein Airbase. Was soll ich denn machen? Durchhalten? Das stimmt der Zeit oder was? Die Truppen des Warschauer Paktes nähern sich Rammstein. Wir müssen die Stellung halten, bis die Evakuierung abgeschlossen ist. Na, ganz banal. Wenn der Druck zu groß wird, können wir immer noch das äußere Gebiet aufgeben und uns dann in den Stützpunkt selbst zurückziehen. Das sind eine Menge Einheiten, die da rumhängen. Das heißt also, es wird eine ordentliche Schlacht werden, ja? Habe ich die Rammstein-Base nicht schon mal erobert mit den Russen damals? Beziehungsweise mit den deutschen Truppen? 25 Minuten lang verteidigen, das sieht mir jetzt nicht auch wie das letzte Ziel aus. Schlacht starten. Ach, ich darf hier noch wählen und so weiter. Ah, okay. Darf ich ja mal speichern währenddessen? Ich hoffe ja. Dann würde ich sagen, Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Mal etwas längere Folge und dann müssen wir die Basis hier verteidigen. Würde ich mal sagen, bis dahin. Tschüss.